Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Opening-Video präsentieren. Und ja, ich habe endlich meinen Krabben-Mount nach 13 langen Wochen des Farmen bekommen und dementsprechend wollte ich euch das kurz hier zeigen. Und ja, genug des Krabbens zeigen, jetzt wollen wir mal eine Kiste aufmachen. Das Vieh läuft seitwärts, ne? Das sieht echt lustig aus. Gucken wir mal, was wir rauskriegen. Und zwar war ich letzte Woche, weil ich ja jetzt mit meinen Keys durch bin, also alles auf 15 hab, oh, das ist hochgerollt, bin nur in 10er gelaufen. Und was habe ich jetzt hier rausgekriegt? 4,45, was ist das für ein Trinket? Oh nee, das ist das Blöde, wo du im Boden stehen bleiben musst, ne? Das erhöht quasi Tempo und den Movement Speed. Ha, ich weiß nicht, bei einem reinen Single-Target-Boss könnte das tatsächlich nicht schlecht sein, wo du komplett stehen bleiben kannst. Ich bin jetzt gerade überlegen, bei wem das gut sein könnte. Beim ersten, naja, Ja gut, ich kann es selber, du kannst es selbst usen für 10 Sekunden. Ich müsste mal ausprobieren. Ja gut, solange es nicht random proc'd, ist es, weil 1000 Tempo ist halt schon viel, ne, 1644, was du kriegst. Müsste ich mal ausprobieren. Jetzt habe ich zumindest mal ein 445er Trinket. Da hatte ich bis jetzt noch keins. Ich laufe ja immer mit meinen bisschen niedrigeren Trinkets rum. Und das ist jetzt gar nicht schlecht, weil jetzt könnte ich theoretisch auch andere Trinkets traden an der Stelle. Ja, was haben wir jetzt an Dings bekommen? Und zwar sind wir jetzt bei 44.000 Tarnresidium. Da ich jetzt keine 15er oder höher gelaufen bin, habe ich jetzt nicht so viel gekriegt. Was sind es? 17.000. Heißt, jetzt werde ich mir gar keinen Teil kaufen können, oder? Mal schauen. Nee, ich glaube irgendwie 27.000 brauchtest du, ja. Okay, da muss ich mal gucken, muss ich demnächst nur was dissen. Ich habe ja hier genug Rumpflacken, was ich theoretisch gar nicht alles unbedingt brauche. Ihr seht, ich habe relativ viele, Azerit-Teile hier rumliegen. Wollen wir mal schauen, weil ein paar Konstellationen kann ich jetzt noch brauchen, vor allem dann fürs AE-Gear. Gut, okay, das war es soweit mit dem kleinen Opening. PvP habe ich letzte Woche nicht großartig gebastelt, deswegen gibt es da auch keine Kiste und ich habe trotzdem 14er Key gekriegt. Wunderbar. Gut, dann verabschiede ich mich an der Stelle. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr so bekommen habt. Und ja, dann sehen wir uns gerne beim nächsten Video wieder. Euer Chilla, bis dann. Ciao.